Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Videoguide hier von MMOZone aus der Schlacht um Orgrimmar für den dritten Instanzboss Noru Shen. Und ja, anfangen möchte ich mit dem Verderbnis-Ressourcenbalken, welchen wir hier gerade sehen. 75 von 100, so startet auch der Kampf. Und das bedeutet einfach, als DD verursachen wir, ich weiß jetzt nicht genau, ob es 75% weniger Schaden sind. Auf jeden Fall verursachen wir deutlich weniger Schaden an dem Amalgam. Als Tank erleidet man deutlich mehr Schaden und als Heiler heilt man einfach ja, dementsprechend weniger seine Mitspieler. Und wie wir das umgehen bzw. verringern, zeige ich euch gleich noch. Zuvor aber noch ein Blick auf die Fähigkeit von dem Amalgam der Verderbnis. Blinder Hass nennt die sich, ist ein 30-Sekunden-Cast. Und ja, ihr seht es ja hier schon anhand des Bildes. Der bewegt sich einmal um die, ja man könnte sagen 360 Grad. Sind es nicht ganz, aber fast, also eine komplette Runde dreht er um diese Quarantänezone und ja, Spieler, die da drin stehen bleiben, werden unter Umständen getötet, beziehungsweise mit einer hohen Wahrscheinlichkeit getötet. Und ja, nochmal auf die Verderbnis zu sprechen zu kommen, wir sehen hier so eine kleine goldene Kugel. Im 25-Spieler-Modus gibt es davon 5 Stück und wenn ein Spieler damit ja, interagiert, wird er in ja, verschiedene Prüfungen versetzt. Es gibt 3 verschiedene, also für DDs, für Healer und für Tanks. Hier sehen wir gerade die des Heilers. Ja, die des Heilers ist eigentlich in einem Satz erklärt. Heilt einfach den NPC, welcher diese Greater Corruption hier tötet. Am besten haltet ihr den einfach voll, wurde mir gesagt. Dann habt ihr hier unten nichts zu befürchten. Ja, ist eigentlich super einfach als Heiler. Einfach den oder die NPCs, ich weiß nicht, ob es mehrere sind, heilen. Als Tank sehen wir jetzt hier gerade die Ansicht, ist es schon ein bisschen kniffliger, denn hier solltet ihr möglichst versuchen, den Angriffen auszuweichen, sei es jetzt den titanischen Hieb oder unbedingt ganz wichtig, der Verderbnisschleudern die Fähigkeit unterbrechen, denn das sind 300.000 Schaden, die man hier wirklich gut ja, vermeiden kann und ja, sobald ihr Ads unten besiegt habt, werdet ihr nach oben teleportiert. Also wieder in die normale Phase. Das schauen wir uns gleich nochmal im Video an. Ich habe natürlich ja, bewegtes Material von der Prüfung der Gelassenheit, also für die DDs und die zeige ich euch gleich. Ansonsten geht es jetzt hier los. Ihr seht, die Quarantänezone wurde von Noru Shen errichtet und das Amalgam der Verderbnis wird jetzt hier in der Mitte entstehen und das ist unser eigentlicher Boss. Enrage Timer haben wir genau 7 Minuten Zeit, schaffen wir es nicht in dieser Zeit, ja, sagt Noru Shen, okay, das war's, Freunde, ich mache jetzt hier die Quarantänezone dicht und ja, wir werden dann einfach sterben, also 7 Minuten hat man Zeit. Wie gesagt, die Kugeln, ihr solltet vorher einteilen, wenn man mal jetzt links ins Grid schaut, sieht man 5 Spieler sind unten, davon 3 DDs, ein Heiler und ein Tank. Ein Tank ist immer unten, ein Heiler sollte auch immer unten sein und die restlichen Slots dann einfach die DDs. Und ja, hier rechts sieht man den blinden Hass, wie gesagt, ist ein 30-Sekunden-Cast und ihr seht ja, der dreht sich hier mehr oder weniger langsam durch diese Quarantänezone und mit dem sollte eigentlich kein Spieler in Berührung kommen, auch nicht die Tanks. Das heißt, einfach ein bisschen moven. Ihr seht jetzt hier noch Ads. Darauf bin ich im Vorwort nicht eingegangen. Einfach aus dem Grund, da der Kampf ja auch einige Minuten dauert. Und ja, sonst wüsste ich nicht, was ich erzählen soll. Nein. Auf jeden Fall, die Ads entstehen durch die Prüfung der Gelassenheit. Also durch die Prüfung der DDs. Sobald unten ein DD so ein Ad tötet, entsteht das oben. Und ja, es müssen unbedingt sowohl die großen Manifestationen der Verderbnis, die wir jetzt hier gerade im Boss sehen, getötet werden, wie auch die kleinen Essenzen, die draußen stehen und casten, die müssen unbedingt besiegt werden. Und das Besondere ist, die großen hinterlassen noch eine, ja, so kleine Essenzrückstände bzw. so kleine Scharrückstände und solange die aktiv sind hier in dieser Quarantänezone und nicht aufgenommen wurden von einem Spieler, erleidet der komplette Raid pro Sekunde knapp 100.000 Schaden. Das heißt, eure Heiler bzw. die Tanks sollten wirklich darauf achten, dass diese ja, Überreste bzw. die verbleibende Verderbnis aufgenommen wird und ja dann den Raid nicht tötet. Denn das ist hier mitunter eigentlich der Vibegrund, dass diese verbleibenden Verderbnisse nicht aufgenommen werden.
Das ist eigentlich auch so das Wichtigste neben dem blinden Hass natürlich. Den werden wir gleich nochmal sehen. Dann sehen wir auch noch, wie ich dann runter in die Prüfung gehe. Also mit meinem Charakter hier. Ich habe ja die ganze Zeit 75 Verderbnis verursacht, dementsprechend auch wenig Schaden. Man sieht es ja links, sind irgendwie vielleicht 60, 70.000er Hits. Da auch mal ein 100.000er dabei. Aber Sinn ist das halt wirklich so zu gehen, dass möglichst alle DDs einmal unten waren, beziehungsweise die Heiler und die Tanks eh. Ansonsten, ja, ab 50% haben wir noch ein bisschen Zeit. 59% hat der Boss. Ich werde jetzt hier hinten mit dieser roten Kugel interagieren, beziehungsweise mit dem läuternden Licht interagieren. Ist ein bisschen doof, die Range, sehe ich gerade. Auf dem PTR konnte man auf dem ganzen Raum interagieren. Und ja, Manifestation der Verderbnis, wie gesagt, das sind die jetzt hier unten von mir besiegt werden. Und für jedes besiegte Ed, habt ihr gerade gesehen, so einen kleinen Sonnenstrahl von oben, verringert sich meine Verderbnis. Und das sehen wir jetzt hier gleich auch nochmal. Die haben so ein extrem mieses Schild. Hier ist nochmal dieser Sonnenstrahl. Ja, und ihr seht, ich habe jetzt noch 20 Verderbnis, noch zwei Eds, also für jedes getötete Ed wird mir von den kleinen 15 abgezogen und mit diesem habe ich dann 0 und werde automatisch wieder nach oben in die Quarantänezone geportet. Und ja, oben angekommen seht ihr, ich habe 0 Verderbnis. Wir sind auch schon in der 50% Phase, das heißt, kein Spieler sollte mehr mit den geläuterten Licht interagieren, also in die Prüfungen runtergehen. Und der Boss wird jetzt eigentlich nur noch genuked. Für jede 10%, die ihr jetzt hier Lebenspunkte von dem Boss abzieht, entsteht ein großes Ed. Das sollte natürlich getankt bzw. getötet werden. Ganz wichtig. Und ganz, ganz wichtig in dieser Phase ist auch wirklich verbleibende Verderbnis von den, also die Rückstände, die auf dem Boden bleiben, einsammelt. Nicht, dass die euch jetzt hier noch zerstören. Wie gesagt, das waren die 100.000er Ticks, solange die hier in dieser Quarantänezone aktiv sind. Ja, erleidet der komplette Raid Schaden und die müssen, wie gesagt, aufgenommen werden. In der Regel machen das die Heiler oder natürlich die Tanks. Hier nochmal blinder Hass in Laufrichtung des Raids, das heißt, wir laufen jetzt mit dem Boss, beziehungsweise der Tank dreht den Boss hier sehr schön. Und ja, der komplette Raid befindet sich seitlich von ihm, damit wir von diesem blinden Hass einfach nicht getroffen werden und dann womöglich noch sterben. Und ja, im Großen und Ganzen war das schon der Kampf gegen Noroshen bzw. gegen das Amalgam der Verderbnis. Man könnte jetzt noch kurz erwähnen, dass sobald ihr, so wie ich jetzt hier gerade mit meinem Charakter, nicht mehr verderbt seid, erhaltet ihr den Buff geläutert, wobei die Heiler dann einfach mehr heilen, ganz klar. Die Tanks erleiden weniger Schaden, sowohl von den Boss wie auch von dem Eds. Und die DDs verursachen, wie erwähnt, mehr Schaden. Und ja, das war so der Kampf gegen Noroshen bzw. das Amalgam. Ihr werdet das jetzt hier sehen. Berserker hat mir noch 1,5 Minuten, also reichlich, reichlich Zeit. Und ich habe hier mal Bonusroll gemacht, denn hier kann mitunter ein gutes Trinket droppen. Aber natürlich Gold bekommen. 33 Gold, 90 Silber, GG. Ja, Loot seht ihr hier noch ganz kurz. 559er Item Level bzw. 553er Item Level, das normale Normal Mode Gear. Ja, wie immer bedanke ich mich an dieser Stelle bei meiner Gilde Undisputed, bedanke mich bei euch und sage bis demnächst. Macht es gut, haut rein, ciao.